Hallo und herzlich willkommen in Steffis Kartenhaus. Ich heiße Steffi Waldner und wohne in der Nähe von München im schönen Pueing. Und ich wollte euch jetzt die Schafe der Celebration vorstellen. Genau, ich habe schon, es handelt sich um dieses Stempelset. Das kriegt ihr, wenn ihr für 60 Euro Stampin' Up Produkte bestellt. Ab dem 3. August könnt ihr euch gratis verschiedene Produkte aussuchen. Es gibt Papier, es gibt Glitzerpapier. Aufmachen dürfen wir noch nicht, aber hier kann man sehen. Es gibt Stanzformen, es gibt so ein tolles Paillettenpapier, es gibt die Pinguine als Papier und es gibt ein Stempelset mit Dahlien. Und es gibt auch das Schaf. Counting Sheep heißt es in Englisch, Knuddelgrüße in Deutsch. Genau, wer möchte, darf sich das natürlich auch in Englisch schenken lassen. Da sind drei Schäfchen dabei, eine Partymütze, ein bisschen Gras und zwei sehr schöne Sprüche, die man super hernehmen kann. Hurra, du hast Geburtstag und fühl dich geknuddelt. Und für weitere 60 Euro Bestellwert kann man sich dann noch die Stanzen dazu schenken lassen. Da sind eben für diese drei Schafe die Umrisse drin. Und auch für die Partymütze der Umriss. Dann gibt es hier einen Zaun, eine Sonne, Wolke oder Busch, habe ich schon beides gesehen, und einen Luftballon. Genau, und quasi kauft man für 120 Euro Sachen ein und kriegt ein Produktpaket, würde ich sagen, sogar noch gratis dazu. Und ich wollte euch jetzt vorstellen, was ich schon gebastelt habe mit den Schafen und dann eine Pop-up-Karte mit euch zusammen machen. Also, die Stanze mit Dreh passt natürlich perfekt zu fast allen Stempelsets. Ups. Jetzt. So, da kann das Schäfchen übers Gatter springen. Erinnert mich ein bisschen so in den Comics, wenn jemand einschlafen will, tun die mal Schafe zählen. Das ist hier die Endlosschleife. Und da hüpft das Schäfchen übers Gatter. Genau. Jupp. Also, ah ja, und was man hier auch noch sagen kann, der Ausschnitt ist normalerweise ein bisschen kleiner, aber da hätte Schäfchen nicht reingepasst, deswegen habe ich den einfach erweitert. Ich glaube, er würde bis hier gehen und dann einfach so weit, wie ich ihn brauche und bei den Zähnchen eingehakt und nochmal durchgeschoben. Das ist wirklich eine gute Idee. Wer dazu ein Video sehen möchte, kann ich auch mal gerne mit euch machen. Dann finde ich, ganz schlicht als Hintergrund gestempelt, fühl dich geknuddelt, kleine Aufmunterungskarte mit so Schwarz-Weiß-Papier im Hintergrund. Haben wir ganz vieles. Hatten wir im Mini-Katalog, haben wir im Mustermix, im Jahreskatalog als Gastgeberpapier und auch, wo sitzt die Celebration-Broschüre drin? In der Celebration kann man sich ein schwarz-weißes Papier, nämlich das hier, das so ein bisschen passt, so ein bisschen zur Produktreihe handgemalte Blüten aussuchen. Und schwarz-weißes Papier lockert einfach als Mattung unheimlich auf, finde ich total schön. Dieses Schild hier ist aus diesen Stanzformen, wo eine große Stanzforme ganz viel Etiketten kurbelt. Da ist dieses kleine Etikett raus, kann man aber auch einfach ein Viereck schneiden. Als nächstes gibt es die Schafpyramide. Das sind vier Schafe ausgestanzt mit den Stanzen. Deswegen sind die Konturen so schön. Der Luftballon ist ausgestanzt. Ich hatte noch überlegt, ob ich das schwarz anmale, aber ich glaube, mit gleichfarbiger Schnur geht es auch gut. Das ist bestickte Rahmen, einfach auch noch ausgekurbelt. Und hier habe ich den Spruch einfach ausgeschnitten. Die Schafe sind koloriert mit den Blending Pans und zwar Dunkelblütenrosa, Dunkelsavanne, Schwarz, drei Farben, fertig. Wirklich auch schön zu kolorieren und ich finde, das ist auch eine ganz süße Karte. Dann habe ich noch ein kleines Goodie. Das werde ich jetzt dann gleich verschenken. Da habe ich gar, ich habe erst überlegt, noch Banderole hin oder her. Aber mit dem Zaun hat man dann so eine gewisse Auflage. Das habe ich einfach mit Tombow draufgeklebt. Schäfchen, Keks hinten. Auf den Kaffeetisch, aufs Geschenk oder einfach so mit in die Bestellung rein. Eine kleine nette Idee. Und natürlich sind die Schafe auch auf den Anhänger nach Maß, die absoluten Stars.
Wie ihr vielleicht schon seht, das hier ist mein Lieblingsschaf. Das ist so wollig, weich und knuddelig und fliegt, hüpft und springt oder liegt auf dem Bauch. Mit dem Designpapier vom Mustermix, das kann man sich schenken lassen. Wenn man über 200 € kommt, kann man mit den Gastgeber-Euros, die dadurch entstehen, sich 48 Seiten von so einem schönen bunten Papier auf der einen Seite und Schwarz-Weiß-Papier auf der anderen Seite eben schenken lassen. Und damit die bei mir nicht kreuz und quer herumfliegen, da ist sogar noch ein Anhänger, jupp, habe ich hier noch so eine kleine Anhängerbox gebastelt. Da packe ich die jetzt alle wieder rein. Da ist das Schaf auch ausgestanzt. Diesmal hat es eine kleine Partymütze auf und ein paar Ballönchen. Fände ich auch als Kartenaufleger schön. Also man kann eine Aufmunterungskarte mit den Schafen gestalten, eine Geburtstagskarte. Ja, und mit anderen Sprüchen auch noch, finde ich, eine nicht Geburtstag, sondern Glückwunschkarte zur Geburt würde noch gut gehen. So, und jetzt kommen wir zu meinem persönlichen Highlight. Rupp, eine Schaf-Heubodenparty. Da ist außen auch wieder Schwarz-Weiß-Papier. Das Schaf ist wie gewohnt koloriert. Eine Regenbogen-Luftballon. Bordüre. Und wenn man auf klappt. Es gibt diese Würfel hier auch als Kartenform sogar. Ist für mich eine Strohballenburg, wo die Schafe ihre Party feiern. Und rundherum habe ich mit dem Wiesenstempel hier noch so Gras angedeutet. Genau, und wie man diesen Pop-up-Effekt jetzt auf die Karte bringt, das machen wir jetzt noch zusammen. Also ich nehme wieder, das ist Mangogelb. Strohballen-Mangogelb. Genau, wenn man möchte, dass die stehen bleibt, fasst man hier unten rein, drückt es ein bisschen auf und dann liegt es ebenerdig auf. Genau, wir packen es jetzt mal. Ach, unser Werbungsschild muss ich noch montieren. Da ist doch keine Werbung. Ich schreibe es drunter, damit ihr wisst, wo ihr seid. So, genau, wir brauchen ein Schneidebrett. Die Idee habe ich übrigens gesehen bei Tanu Creative bei Instagram. Die hat jetzt keine Stampin' Up Sachen, aber die macht ganz tolle Pop-up-Karten aus Papier. Tanu, Tanu minus unterstrich Creative heißt ihr Account. Unbedingt mal vorbeischauen. Die macht wirklich schöne Sachen. So, und wir fangen jetzt an. Schauen wir mal. Wir bräuchten 7 mal 18. Also 7 mal 18 ist der lang. Und jetzt falzen wir immer 3,5. Die 18 cm legen wir oben an. Bei 3,5 wird gefalzt, dann rutschen wir weiter 5 cm. Dann sind es nämlich 8,5. Dann kommen wieder 3,5 cm dazu, das sind dann 12 cm. Und jetzt kommen wieder 5 cm dazu, da sind wir bei 17. Ihr habt ein bisschen größere Klebelasche. Ich habe mich anscheinend ein bisschen vermessen vorher beim Zuschneiden. So, genau, und das sind jetzt halt von der Strohballenburg die beiden unteren Teile. Deswegen schneiden wir sie jetzt einmal in der Mitte durch. Das haben wir jetzt extra so gemacht, dass wir nicht zweimal falzen müssen. Genau, und jetzt wird nachgeknickt mit dem Falzbein. Am besten. Zwei, drei, schwupp. Und dann einfach, man könnte auch doppelseitiges Klebeband nehmen, wer das lieber mag. Ich nehme jetzt einfach Flüssigkleber. Und das Gute ist, dass man es einfach in der Mitte zusammenfaltet und klebt. Das geht viel einfacher. Und man hat es auf jeden Fall dann symmetrisch.
Genau, das ist schon der erste Cube. Und einmal nachgefalten. Ich denke auch, das sind die Highlights der Celebration, die kleinen Schäfchen. Dass die wahrscheinlich sich recht viele schenken lassen werden und deswegen können wir da, glaube ich, ganz viele Ideen brauchen. Ups. So, und schon ist von unserem Mechanismus, unserer Strohballenburg, wieder in der Mitte zusammendrücken, platt machen, kleben, haben wir schon Nummer 2 fertig. Und jetzt kommt der Hauptquadrat, also sind das die Hauptsäule, würde ich sagen. Die ist 10 mal 15. Also 15 abschneiden, 10 abschneiden. Wir legen die 15 cm an und falzen bei 3,5 cm. Immer in 3,5 Schritten bei 7 cm, bei 10,5 cm und bei 14 cm. Dann kann das Schneidebrett weg. Wobei, brauchen noch eine Grundkarte. Und schon wird wieder alles nachgefahren hier. Wieder mit Tombow wird es geklebt. Kurz einziehen lassen. Okay, dann haben wir hier die aufstehende Säule. Die bleibt so stehen, dass man oben das Loch sieht. Und die hier werden so geklebt, dass in der Seite das Loch entsteht. Und zwar auf zwei Flächen, die nebeneinander liegen. Das heißt, der Drücken des, ja, des Rechteckwürfels oder des dreidimensionalen Rechteckes kommt hier dran. Und ihr seid da auch in der Größe völlig flexibel. Also dieser Mechanismus klappt immer. Ihr könnt da niedrige Würfel hinkleben, längere. Es muss einfach nur immer oben und unten die gleiche Breite sein und vorne und hinten die gleiche Höhe. Und das dann zweimal. Und das Gute ist natürlich, wenn die Breite der Säulenbreite entspricht, damit ihr es kleben könnt. Genau, und manche kennen das auch als Kartenform, aber wir kleben es jetzt in die Karte. Okay, dann brauchen wir eine Grundkarte. Meine Grundkarten sind eigentlich immer, damit ich nicht so viel überlegen muss, 14,5 und werden. Also 14,5 cm hoch und werden bei 10,5 cm in der Mitte gefalzt. So, hier ist die Grundkarte. Und jetzt ist es wichtig, dass die beiden Spitzen, die oben und die untere, auf der Falzlinie sind. Ich falze jetzt einmal noch die Karte vor, damit die sich später leichter klappen lässt. So. Also, ich nehme den Mechanismus, klappe die beiden Würfel hoch, mache die unteren, das sind Quadrate mit Kleber. Und jetzt wird die Spitze oben
und unten auf die Falzlinie gesetzt und die Cubes, die Würfel da unten, die Heu-Strohballen werden hier hingeklebt einfach. Das heißt, das ganze Objekt klebt nur an den zwei vorderen Strohballen. Und jetzt probieren wir es aus. Bisschen schief. Wenn es schief ist, dann macht es einfach noch mal ab und klebt es dann gerade. Und schon ist er fertig. So, jetzt ist der aber ein bisschen länger, der Strohballen, die Strohballensäule. Das macht mir jetzt gar nichts, dann nehme ich einfach eine Schere und schneide die Ecke ab. Und da muss man dann auch ein bisschen aufpassen. Und da schaut ja später hier noch ein Schäfchen raus, dass man das so einklebt, dass hier der Kopf nicht rausschaut. Genau, jetzt kann man es dekorieren nach Herzenlust. Man muss natürlich auch keine Schafe nehmen. Ich finde, da können Elche drauf, da können Luftballons drauf, dann kann das auch nehmen als Tisch. Man kann das als Baum hernehmen. Ich finde, das ist eine ganz tolle Form, um wirklich viele, viele Sets in Szene zu setzen. Ich habe hier rechts und links einen Zaun dran geklebt von den Stanzformen und einfach hier das Schäfchen koloriert und ausgestanzt. Hier das Schäfchen ist auch, das klettert so ein bisschen den Zaun hoch. Und hier oben schaut noch schüchtern eins um die Ecke und das ganz oben ist nur bei der Originalkarte. Wo ist die denn jetzt? Hier. Ganz oben schaut auch noch eins raus. Genau, könnte man noch ein paar Luftballons hinbauen. Man muss vielleicht immer wieder den Mechanismus, na, bei mir schauen nämlich ein paar Öhrchen raus, den Mechanismus betätigen und vielleicht vorher hinhalten oder erstmal nur ganz wenig ankleben, um zu gucken, dass es sich nicht behindert. Mir hat diese Spartkarten total viel Spaß gemacht. Ich hoffe, es basteln ganz viele nach. Gerne Steffis Kartenhaus auch auf Instagram verlinken, dann sehe ich, was ihr gebastelt habt. Ich würde mich total freuen. Wenn euch das Video gefallen hat, so bitte ein Däumchen, ein Kommentar oder ein Abo dalassen. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Dann wünsche ich euch noch einen ganz viel schönen Tag. Wer bestellen will, Steffi Waldner Schafen als Demonstratorin im Stampin' Up Shop auswählen oder eine persönliche Nachricht über Facebook, Instagram und ich stelle euch noch den Link mit meinen Kontaktdaten zur Stampin' Up Seite in die Kommentare. Tschüss, viel Spaß!